Ja, das ist gleich das zweite dicke Brett hintereinander, was die Stuttgarter Kickers in der Vorbereitung zu bohren haben. Erst am Freitag ging es gegen die Zweitvertretung des FC Bayern. Und knapp 24 Stunden später wartet mit Astoria Waldorf bereits der nächste Regionalligist. Allerdings haben die Kickers gegen den FCB gezeigt, wieso sie aktuell unangefochtener Tabellenführer in der Oberliga sind. Der 1:0-Sieg war ein echter Achtungserfolg. Diese Leistung soll jetzt gleich mal bestätigt werden. Doch den besseren Start erwischt der Regionalligist. Wir sind noch in der Anfangsminute. Henry Crosswaite mit dem Solo. In der Mitte Guarino. Was ist das denn für ein Start? Cedric Guarino mit dem ganz frühen Eigentor. Crosswaite macht das da stark auf der Außenbahn. Ausgeliehen von Zweitliga-Tabellenführer Darmstadt 98. Und Guarino dann äußerst unglücklich ins eigene Netz. Und die Kickers wirken etwas geschockt von diesem frühen Gegentreffer. Nur 3 Minuten später, Fahrenholz, Tim Fahrenholz, das 2:0. Was für ein Auftakt in dieses Spiel. Zweimal geht es schnell über die Außen. Die Stuttgarter Abwehrreihe bislang noch so gar nicht im Spiel. Und es bleibt weiter völlig kurios. Wir sind in der 9. Minute. Guarino, was ist das denn für ein Einwurf? Crosswaite behält die Übersicht. 3:0. Und das nach nicht einmal 10 Minuten. Da kommt jetzt natürlich auch viel Nervosität dazu bei den Kickers. Anders lassen sich solche Szenen nicht erklären. Doch danach fangen sich die Kickers wenigstens etwas. Der erste Abschluss von Halim Eroglu. Kein Problem für Waldorf-Keeper Mario Schrage. Es ist allerdings der Auftakt zu einer besseren Phase des Tabellenführers. Toll durchgespielt am Ende scheitert Konrad Riele an Schrage. Der FCA hat sich unterdessen so ein bisschen aus Kontern verlegt. Immer wieder geht es über den schnellen Crosswaite. Den bekommt der SVK so gar nicht in den Griff. Klasse gemacht. Nur Castellucci wirft sich einem vierten Gegentreffer noch in den Weg. Wir sind dann schon kurz vor der Pause. Nico Blank, kein schlechter Versuch. Die Gäste nähern sich so langsam an. Nichtsdestotrotz führt Waldorf jedoch mit 3:0 zur Pause nach einer ganz wilden Anfangsphase und einem Henry Crosswaite, der ordentlich Eigenwerbung für sich betreibt. Es dauert dann auch nicht lange, bis Waldorf auch den zweiten Durchgang eröffnet. Der lange Ball landet punktgenau bei Neil Gibbs. 4:0. Trocken abgeschlossen, keine Chance für David Retzer-Biesinger, der zur Pause neu für Castellucci gekommen ist. Die Kickers probieren weiterhin ihr Glück in der Offensive. Der Ball kommt etwas glücklich zu Lukas Kiefer. So langsam nähern sich die Gäste zumindest dem Ehrentreffer an. Die große Chance darauf bekommt dann Markus Obernosterer nach diesem klaren Foul an Loris Meyer. Völlig zu Recht zeigt der Schiedsrichter Reutingler auf den Punkt. Damit heißt das Duell Obernosterer gegen Luis Idjakovic 4:1. Das ist allerdings nicht der Auftakt zu einer großen Aufholjagd. Dafür sind die beiden nach dem Spiel gegen Bayern 2 auch einfach zu schwer. Wir machen stattdessen einen kleinen Sprung in die 73. Minute. Waldorf hat mittlerweile auch einige Male gewechselt. Doch auch die Neuen haben noch Hunger aufs Tore schießen. Erik Onas mit dem 5. Treffer für den FCA. Es ist kein Abseits beim Zuspiel auf Onas. Der Abschluss ist dann einfach klasse platziert. Erich.
Und auch die letzte große Möglichkeit gehört nochmal dem Regionalligisten Neil Gibbs mit der Chance auf den Doppelpack. Mreza Biesinger ist diesmal jedoch zur Stelle. Kurz darauf ist Feierabend. Waldorf schlägt den SVK klar mit 5:1 im Testspiel. Insbesondere nachdem in der Anfangsphase dieser Test eigentlich schon so gut wie entschieden war. Für die Kickers heißt es jetzt weiter hart arbeiten, damit dem Traum von der Regionalliga-Rückkehr nichts mehr im Wege steht.